Die Übung konstruktive Ruhelage ist eine wunderbare Möglichkeit, sich einmal am Tag auf den Rücken zu legen, innezuhalten und aufzutanken. Da wir im Liegen nicht damit beschäftigt sind, uns zu halten und zu koordinieren, können wir uns mit ganzer Aufmerksamkeit den mentalen Anweisungen widmen, die unseren Körper neu ausrichten. Vor allem Nacken, Schultern und Rücken können dabei überflüssige Spannungen loslassen und die Bandscheiben haben die Möglichkeit, sich wieder mit Flüssigkeit aufzufüllen, um die Wirbelsäule besser abzufedern. Wählen Sie sich einen ruhigen Ort mit einer ebenen Unterlage und legen Sie sich ein paar dünne Taschenbücher bereit. Denn für die meisten Menschen ist es hilfreich, etwas unter den Kopf zu legen, um die Halswirbelsäule zu entlasten. Aber erstmal seien Sie aufmerksam für Ihre Bewegungen, während Sie sich langsam auf dem Rücken niederlassen. Stellen Sie Ihre Füße etwa hüftbreit auf, dann kann sich der untere Rücken besser entspannen. Balancieren Sie Ihre Beine ein wenig nach innen und außen, bis Sie den Eindruck haben, Sie stehen wie von alleine. Probieren Sie aus, wie viele Bücher Sie unter Ihrem Kopf brauchen, sodass der Hals hinten seine volle Länge entfalten kann und auch vorne an der Kehle kein Druck entsteht. Bitte fühlen Sie sich frei, etwas an der Position zu verändern, wenn Sie sich unwohl fühlen. Lassen Sie Ihre Arme neben dem Rumpf nieder, die Handflächen schauen dabei zum Boden, die Ellbogen sind leicht gebeugt. Wenn Ihnen diese Position unbequem ist, können Sie die Hände auch auf Ihrem Bauch oder Brustkorb legen. Erlauben Sie sich, innerlich anzukommen und die Unterstützung des Bodens zu spüren. Seien Sie ganz aufmerksam und beobachten Sie sich wohlwollend, ohne irgendetwas tun zu müssen. Spüren Sie zunächst die Körperstellen, die den Boden berühren. Die Fußsohlen, den gesamten Rücken, die Schultern, Ihre Arme, Hände, Finger, Ihren Kopf. Werden Sie sich auch der Zwischenräume gewahr, dort, wo kein Kontakt ist zwischen dem Boden und Ihrem Körper. Und stellen Sie sich diese wie kleine Atemräume vor. Genießen Sie beides, den Kontakt und die Zwischenräume. Erlauben Sie Ihrem Atem frei zu fließen. Lassen Sie Ihren Blick weich und entspannt sein. Und nehmen Sie den Raum um sich herum wahr, ohne etwas zu fixieren. Wenn es Ihnen leicht fällt, während der Übung die Augen offen zu lassen, empfehle ich Ihnen diese Variante. Ansonsten ist es auch in Ordnung, sie immer wieder zu schließen. Während Sie sich gleich nacheinander den einzelnen Körperbereichen widmen, können Sie die drei Schritte der Alexander-Technik anwenden. Erstens, den Körper wahrnehmen. Zweitens, innehalten, also nicht unmittelbar reagieren. Und drittens, die mentalen Anweisungen auf sich wirken lassen. Um Sie dabei zu unterstützen, sich wohlwollend zu beobachten, ohne sofort zu reagieren oder etwas korrigieren zu müssen, verwende ich in dieser Übung die Metapher des Zulächelns.
Ich nehme meinen Hals wahr, die Kehle an der Vorderseite, den Nacken hinten zwischen Hinterkopf und Rücken, die Seiten links und rechts. Ich lächle meinem Hals zu und erlaube ihm frei zu sein, sodass die Kehle sich lösen und der Nacken sich weiten und längen kann. Ich bin mir meines Kopfes bewusst, spüre mein Gesicht, die Augen, den Mund, die Lippen, die Nase, Wangen, Stirn, Unterkiefer, Ohren und meinen ganzen Hinterkopf bis hoch zum Scheitel. Ich lächle meinem Kopf zu, ohne etwas verändern zu müssen, und wünsche ihm, dass er in einer gelösten Verbindung zur Wirbelsäule ist und über den Scheitel hinaus Raum hat. Ich bin mir der gesamten Länge meiner Wirbelsäule bewusst. Meiner 7 Halswirbel, 12 Brustwirbel, 5 Lendenwirbel, meines Kreuzbeins, meines Steißbeins. Ich lächle meiner Wirbelsäule zu und erlaube ihr, sich in beide Richtungen zu längen. Ich nehme meinen Rumpf wahr, das Becken, den Bauchraum, den Brustkorb, die ganze Vorderseite, den gesamten Rücken, die Flanken links und rechts. Ich beobachte meinen gesamten Rumpf wohlwollend und lächle ihm zu. Ich erlaube ihm, sich zu weiten und zu längen. Ich bin mir der Verbindung von Kopf, Hals, Rumpf bewusst. Ich lächle der Verbindung zu und lasse sie vom Kopf bis zum Beckenpol und darüber hinaus lang und weit sein. Ich gehe mit meiner Aufmerksamkeit zu den Hüftgelenken. Ich nehme sie einfach wahr und lächle ihnen zu. Ich lasse Raum in ihnen entstehen. Ich bin mir meiner Oberschenkel bewusst, an den Innenseiten, Außenseiten, Vorderseiten und Rückseiten. Ich lächle meinen Oberschenkeln zu und lasse sie von den Hüften bis zu den Kniegelenken und darüber hinaus lang, weit und mittig los. Ich bin mir meiner Knie bewusst, der Kniescheiben und der Kniekehlen. Ich beobachte sie, ohne mich einzumischen, und lächle ihnen zu. Ich lasse Raum in ihnen entstehen. Ich bin mir meiner Unterschenkel bewusst, entlang der Schienbeine und der Waden. Ich lächle ihnen zu und erlaube ihnen, sich in ihrer ganzen Länge zwischen den Knien und den Fußgelenken mittig und gelöst auszurichten. Ich bin mir meiner Fußgelenke bewusst. Ich lächle ihnen zu, während ich sie wahrnehme und lasse Raum in ihnen entstehen. Ich bin mir meiner Füße bewusst. Ich lächle ihnen zu und erlaube ihnen, sich von den Fersen bis in die Zehenspitzen und darüber hinaus zu längen und zu lösen. Ich bin mir der gesamten Verbindung von Kopf bis Fuß bewusst und erlaube mir,
lang, weit und gelöst zu sein, ohne etwas zu tun. Ich bin mir meiner Schultern bewusst und beobachte sie wohlwollend, ohne sie korrigieren zu müssen. Ich lächle ihnen zu und erlaube meinen Schultern, zu beiden Seiten loszulassen. Ich bin mir meiner Oberarme bewusst. Ich lächle ihnen zu und erlaube ihnen, sich in ihrer gesamten Länge zwischen den Schultern und Ellbogen und darüber hinaus zu längen und zu lösen. Ich bin mir meiner Ellbogen bewusst. Ich lächle meinen Ellbogenräumen zu und erlaube ihnen, sich zu lösen. Ich bin mir meiner Unterarme bewusst. Ich nehme sie aufmerksam wahr und lächle ihnen zu und erlaube ihnen, sich in ihrer gesamten Länge zwischen Ellbogen und Handgelenk klar zu entfalten. Ich bin mir meiner Handgelenke bewusst. Ich lächle ihnen zu und lasse Raum in meinen Handgelenken entstehen. Ich bin mir meiner Hände bewusst, bis hinein in die Fingerspitzen. Ich lächle ihnen zu und nehme sie wohlwollend wahr und erlaube ihnen, sich zu längen, zu weiten, bis über die Fingerspitzen hinaus. Ich bin mir der gesamten Verbindung von Kopf bis Becken, hinein in die Beine und in die Arme bewusst. Ich lächle meinem gesamten Körper zu und erlaube ihm, von klaren Richtungen durchströmt und getragen zu sein. Wenn Sie möchten, können Sie noch für ein paar Augenblicke im Liegen verweilen und nachspüren. Wie empfinden Sie Ihren Körper jetzt? Schwerer oder leichter? Vielleicht ein wenig weiter oder klarer? Wie nehmen Sie Ihre Atmung wahr? Ist sie tiefer oder vielleicht auch ruhiger geworden? Wie fühlen Sie sich insgesamt? Jetzt haben Sie die Wahl, ob Sie Ihren gewohnten Bewegungen den Vortritt lassen oder sich dabei bewusst ausrichten. Probieren Sie einfach aus, wie es ist, die Qualität Ihrer Bewegungen durch Gedanken zu fördern. So kann Sie die Idee von Länge und Weite durch alle Körperräume bis ins Stehen begleiten. Nehmen Sie sich vor, gleich ein Bein auf dem Boden auszustrecken. Halten Sie zunächst inne und lassen Sie Ihre Absicht noch einmal ganz bewusst los. Und denken Sie sich die Anweisung: Ich lasse meinen Hals frei sein, sodass mein Kopf nach oben gehen kann und mein Rumpf sich längen und weiten kann und mein Bein sich aus dem Hüftgelenk heraus frei bewegen kann. Dann bleiben Sie im Kontakt mit dieser Ausrichtung, während Sie nun die Bewegung einleiten. Lassen Sie Ihren Fuß langsam am Boden entlang gleiten, bis das Bein ganz ausgestreckt ist. Dann das andere Bein. Genießen Sie es für ein paar Atemzüge, Ihre volle Körperlänge und Weite auf dem Boden niederzulassen.
wenn Sie gleich ein Bein nach dem anderen wieder aufstellen, halten Sie zunächst inne. Reagieren Sie nicht mit einer automatischen Bewegung. Achten Sie darauf, dass der Hals gelöst bleiben kann und der Rumpf lang und weit sein kann, während Sie nun die Beine nacheinander aufstellen. Ganz langsam, in Ihrem Tempo. Denken Sie dabei Raum in den Hüftgelenken und die Richtung der Knie weg vom Rücken. Beenden Sie die Übung, indem Sie sich um Ihre Körperlängsachse zur Seite rollen und einen leichten Weg nach oben ins Sitzen oder Stehen finden. So oft Sie möchten, können Sie unterwegs innehalten, unnötige Anspannung loslassen und Ihrem Körper wünschen, sich zu längen und zu weiten. Wenn Sie jetzt sitzen oder stehen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, nachzuspüren. Wie nehmen Sie sich jetzt in Ihrem Körper wahr? Wie empfinden Sie Ihre Balance? Wie fühlen Sie sich jetzt? Wie nehmen Sie Ihre Umgebung wahr?